Hallo Freunde, ich bin Lonewolf und willkommen bei World of Tanks Real Battlecar. Heute habe ich mich entschlossen, die erste Folge mit T-28 Prototyp anzufangen. Und ja, wir drücken ins Gefecht. Match Highway. Mal gucken. Wir haben eine Arti, die 5er und wir haben die 8er Match. Bei diesem Match wir haben eine gute Seite erwischt. Weil ich muss sagen, wir sind schneller in der Stadt und können von der Artis uns verstecken hinter diesen Häusern. Die andere Seite hat Probleme, die muss die K-Reihe durchkommen bis zu der Stadt. Und deswegen, ja, unser Team halt leichter. Hat halt leichter. Und ob die jetzt diese Pluspunkt richtig einsetzen kann, das ist jetzt eine andere Frage. Also ich will nicht in die Stadt, aber es gibt da eine Stelle, wo zum Beispiel von dort kann man erste zwei Schüsse abgeben. Leider ist mein T-28 Prototyp zu langsam und ich werde euch nur zeigen, die Stelle nur zeigen, wenn ihr zum Beispiel auf dem schnellsten Panzer seid, einfach hier auf dem kleinen Hügel fahren und dann ihr seid hier gedeckt von den Bäumen, aber ihr könnt nur einen Schuss abgeben, mehr nicht. Leider bin ich so langsam, dass ich es nicht schaffe, bis dahin zu kommen, weil das muss so sein, es wird nur funktionieren, wenn ihr da seid, bevor die Feinde an der Stadt kommen. Ja, also hier, dann könnt ihr die ganzen Feinde hier sehen und könnt sie bremsen, mehr nicht. Ihr könnt hier abbremsen, ihr könnt von hier aus dann schießen, hierhin, aber wenn die es schaffen, bis zu der Stadt, weil die halt zu spät. So, wir gucken. Beispiel hier, seht ihr das? Wir könnten hier, wenn ich es nicht spät bemerkt hätte, könnten hier schon Schaden reindrücken. Oh Mann, ist die ungenau. Das passiert in normalen Menschen sehr oft. Oh. Wie weit schieße ich eigentlich? Oh, M6, danke. Danke, dass du mir so hilfst, dass du jetzt mir Schussposition verdammt nochmal zugemacht hast und ich konnte nicht schießen. Und das passiert auch sehr oft. Dass eure eigene Mannschaft einfach nur euch stört. M6, Mann, ich versuche von dir aus wegzufahren. Gut, wir fahren jetzt weiter in der Stadt.
4-4, ist noch nichts entschieden. Da zum Beispiel ein Gegner. Jawohl. Und wir haben jetzt den Super Brand gesteckt. Der sieht uns aber nicht, weil wir stehen hinter dem Bäumen. Da ist einer. Diese Position, solange euch man nicht sieht, diese Position ist ziemlich gut. Also ihr könnt hier rumballern. Aber unser Team ist irgendwie dran zu verlieren. Aber wie gesagt, diese Rubrik wird so sein, dass ich nicht weiß, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir werden trotzdem diese stellen. Ich sehe, dass unsere Jungs hier in der Stadt gut kämpfen und ich sehe zwei Gegner auf A1-Linie, A2-Linie. Also das bedeutet, die fahren zu unserer Base. Weil ich nicht weit gefahren bin, kann ich zurückfahren. Ja, ich kann zurückfahren, weil die Base komplett alleine ist. Und ja, was sehe ich? Eine Aubert schon. Hummel hat sich von dort verpisst. Die hätte dort bleiben können und mir ein bisschen leuchten. Also scouten. Ich bitte hier um Hilfe. Ich habe Zeit. Ich habe 1 Minute 10 Sekunden noch Zeit, um das hier runter zu schießen. VK kommt mit. Und ich, ja. Jetzt wird Zeit knapp. VK, DB kommt mit, aber irgendwie beeilt er sich nicht. Wenn er sich nicht beeilt, haben wir verloren. Ich habe nicht die nötige Geschwindigkeit. Da sind jetzt drei. Komm schon. Komm schon, wir müssen es schaffen. Jawohl. Ich habe den Tiger 2-1 gegeben. Die wollen aber nicht von unserer Base runtergehen. So, was jetzt? Super Persch ist mir nicht gefährlich. Aber Tiger 2 ist mir gefährlich geworden. So. Jetzt bleibt nur noch einer. Der steht da. Wir können ihm ruhig eins verpassen. Und somit haben wir gewonnen. 2111 Schaden eingerichtet. Einem gefehlt. Und ja, hier habt ihr, ich bin auf dem dritten Platz, der bei uns auf dem ersten ist, der ist Super Pesch, 2 gekillt, 3388 Schaden. Und jetzt überlegt euch mal, ob Super Pesch wirklich schlecht ist. Ja? Alle sagen, der ist so schlecht, der ist so kacke. Aber wenn man sowas sieht, versteht man, dass Super Persch gar nicht mal so übel ist, sondern
Man kann mit dem einfach nicht umgehen. Ja? Hier habe ich 25.000 verdient. Ich hoffe, dieser erste Match von Rubrik Real Battle Time wird euch gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.